Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wer mir auf Instagram folgt, hat letztens ein Bild gesehen, dass ich ein bisschen was bei Douglas geshoppt habe mit den 20%, die es letzte Woche Dienstag oder Mittwoch gab. Und das Paket ist angekommen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich einmal rein, was ich mir so bestellt habe. Als erstes kommen hier so zwei Pröbchen entgegen. Einmal von L'Oreal, imposante Kräftigung, Shampoo und Griffigkeit für feines Haar. Das passt sehr, sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und dann haben wir hier die Comforting Smoothing Mask von Douglas. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie die Masken von Douglas so sind. Da habe ich nämlich noch gar nichts ausprobiert. Dann habe ich mir wieder von Essence die Volume Stylist Mascara bestellt. Die mag ich sehr, sehr gerne. Die macht eine sehr schöne Wimper. Und zwar hat die so ein Bürstchen hier. Ja, die trennt die Wimpern schön. Die sorgt schön für Länge, für Dichte. Also macht richtig tolle Wimpern. Und ja, kann ich nur empfehlen. Dann habe ich mir hier von Essence mal einen Bronzer bestellt. Und zwar ist es der Luminous Matte Bronzing Powder in der Farbe 01 Sunshine. Und der hat auch ein sehr, sehr schönes Muster, wie ich finde. Und den swatche ich jetzt gleich mal. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Produkt genommen, aber ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Nicht zu warm und nicht zu kühl. Und ja, ich denke, dass die für mich sehr, sehr gut funktionieren wird. Ja. Dann war noch eine Probe drin, und zwar hier von Estee Lauder. Die habe ich mir durch so einen Coupon auf Frau Shopping Seite wieder mitbestellt. Und zwar ist es Advanced Night Repair. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Das sieht so aus und da sind 7 ml drin. Und ja, auch das wird jetzt die nächste Mal verwendet. Dann habe ich mir noch einen Bronzer bestellt und diesmal einen von Becca. Und zwar ist das der Sunlit Bronzer Barley Sands, heißt der. Und die Verpackung sieht so aus, auch sehr, sehr schön gemacht. Auch das Muster hier innen drin finde ich sehr, sehr schön. Und den swatche ich jetzt gleich mal daneben. Ja, auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Und zwar ist es der hier. Gefällt mir richtig gut und der ist butterweich. Also lässt sich auch echt schön jetzt verblenden, auch wenn man es jetzt hier auf dem Handrücken macht. Also finde ich sehr schön. Ja, gefällt mir richtig gut. Ja, dann bleiben wir gleich mal bei Becca. Und zwar habe ich mir hier noch ein Mineral Blush in Flower Child bestellt. Und zwar sieht der so aus. Also von der Größe her merkt man schon ein bisschen einen Unterschied. Also wenn man die mal vergleicht. Und so sieht der innen aus. Also eine sehr, sehr schöne Farbe, wie ich finde. Und auch wieder butterweich. Also der gefällt mir auch richtig gut und ich freue mich schon richtig, den auszuprobieren. Und auch der lässt sich echt schön verblenden. Ja, gefällt mir echt super gut. Und das letzte Produkt von Becca, was ich mir jetzt bestellt habe, ist dieser Concealer. Und zwar der Aqua Luminous Perfection Concealer in der Farbe Light. Hat auch ein sehr, sehr schönes Packaging. Gefällt mir auch richtig gut. Sieht die Farbe hier so aus. Also ich denke jetzt mal, also fürs Unterauge ist es jetzt nicht dieser typische Highlighter-Effekt, aber einfach dieser Effekt, dass es halt ebenmäßiger ausschaut
und dass die Augenringe nicht so durchkommen. So kann ich mir den sehr, sehr gut vorstellen. Dann durfte auch von Too Faced, das ist jetzt neu bei Douglas eingezogen, dieser Melted Matte Liquid Longwear Lipstick mit in der Farbe Queen B. So sieht der Lipstick aus. Doch das ist eine richtig, richtig schöne Farbe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also der gefällt mir auch richtig gut. Ja, freue ich mich auch schon, den aufzutragen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und zwar ist es auch von Too Faced. Und zwar ist es die Matte Chocolate Chip Palette. Ich habe mich echt für die kleine entschieden. Und die sieht ausgepackt dann so aus. Also auch richtig schön gemacht. Hier hinten stehen dann auch nochmal die Farben drauf. Das ist jetzt die Palette. Also sehr, sehr schöne, natürliche Farben. Und ich finde, die Palette eignet sich super zum Reisen, weil die recht klein ist. Man schöne Augen-Make-ups damit schminken kann. Und die halt wirklich in jedes Gepäck mit reinpasst und nicht so viel Platz wegnimmt wie andere Paletten. Und ja, ich würde sagen, das swatche ich euch auch mal ein paar Farben. Ja, und also riechen tut sie auf jeden Fall nach Schokolade. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Und jetzt muss ich nur mal schnell schauen. Das ist jetzt der Matt Glided Ganache. Danach habe ich den Matt Candied Violet. Hier, den sieht man ein bisschen schwächer, ist der Strawberry Bonbon. Und dann habe ich noch einmal geswatcht die Matte Cherry Cordial. Oder ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also sehr, sehr schöne Farben. Und gerade mit dem Ton, mit diesem leicht olivfarbenen und dem Strawberry Bonbon, glaube ich, kann man ein sehr, sehr schönes Augen-Make-up schminken. Und ja, ich freue mich auch schon richtig, die Palette auszuprobieren. Und ja, vielleicht schaffe ich es euch auch, einen Make-up-Look damit abzudrehen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich mega über die Palette. Ich finde sie richtig schön und vor allen Dingen halt auch handlich. Ja, ich glaube, das ist mein neues Lieblingsstück. Ja. Das war's. Das Paket ist leer. Ich finde die Produkte mega und ich freue mich echt schon, die auszuprobieren. Und ja, das war's jetzt dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.